Moin Leute und herzlich willkommen hier zu unserem 13. Wirtschaftstalk. Heute mit einem spannenden Thema. Wir sprechen darüber, warum Bitcoin ja kein sonderlich gutes Konzept ist insgesamt, was Zinsen betrifft, unter anderem, was ja die Auswirkungen auf die Wirtschaft betrifft. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal ja, mit dem Schöpfer dieser Idee und damit übergebe ich das Wort an dich. Ja, Bitcoin wurde von Satoshi Nakamoto erfunden. Wer sich hinter diesem Pseudonym verbirgt, ob eine Gruppe oder eine Einzelperson, das weiß man bis heute nicht. Ja, Bitcoin ist eine Kryptowährung, deren Idee es ist, sich unabhängiger von staatlichen Strukturen zu machen. Ich glaube, so kann man es grob ganz gut beschreiben. Ja, wie funktioniert das technisch? Das ist ja schon mal den entscheidenden Punkt, hast du eigentlich schon mal gesagt. Es ist keine innovative Idee von Anfang an nicht gewesen, sondern eine anarchistische Idee. Deswegen ist man quasi auf eine Technik, die es bereits gab, hat man zurückgegriffen und dann wollte man damit quasi ein System schaffen, mit dem man Überweisungen tätigen kann. Wir gehen ganz grob jetzt auf zwei Dinge ein. Einmal kann man sich natürlich Bitcoins einfach an der Börse beschaffen. Wenn man Bitcoins schürfen will, das ist ja das, wo alle Bitcoiner drüber sprechen. Dann muss man dazu an einer sogenannten Lotterie teilnehmen. Da muss man quasi Dartpfeile auf eine riesige Dartscheibe treffen, wo das Ziel nur ganz klein ist. Und deswegen muss man ganz viele Dartpfeile werfen. Man muss ganz viel Energie aufwenden, um irgendwann mal quasi einen Treffer zu erzielen, damit man dann mit Bitcoins belohnt wird. Also es ist quasi eine riesige Lotterie. Das sagen die Bitcoiner übrigens auch selbst so. Der Begriff stammt jetzt nicht von mir zu provozieren, sondern das nennen die Bitcoiner auch selbst Lotterie. Und um, wie gesagt, Chancen zu haben, muss man sehr viel Rechenpower, also sehr viel Energie aufwenden. Vielleicht kommen wir ganz am Schluss nochmal zu dieser Energie, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen heute, Doch, aber sondern was es man soll dazu darum, so sagen sollte, ja. ist, dass es mit jeder Runde immer schwieriger wird, neue Bitcoins zu schürfen und die Gesamtzahl an Bitcoins Na, das bei stimmt drei. nicht. Was? Wird, Das das stimmt stimmt nicht. nicht? Also ist Okay. der Schwierigkeitsgrad hängt davon ab, wie viele Leute teilnehmen, also wie viel Rechenpower teilnimmt. Damit es also zu keine Schwankungen kommt, sozusagen bei der Bitcoin-Ausschüttung. Es soll ja im 10-Minuten-Takt Bitcoins ausgeschüttet werden, oder 5-Minuten-Takt, das ist jetzt nicht so wichtig. Und damit es zu keinen Schwankungen kommt, damit immer regelmäßig Bitcoins ausgeschüttet werden, geht der Algorithmus also darauf ein. Und wenn jetzt nur noch ganz wenige Leute da an dieser Lotterie teilnehmen würden, ja, dann würde der Schwierigkeitsgrad wieder leichter gemacht werden, damit mit weniger Rechenpower also es zu einem gleichen Ausschüttungszyklus kommen würde. Also das stimmt nicht. Ja, aber die Gesamtzahl an Bitcoins ist ja irgendwann begrenzt. Das heißt, ab irgendeinem Punkt kann man keine Bitcoins mehr schürfen. Ah, da haben die sich auch schon was überlegt. Das ist aber 2140, also das dauert noch ein bisschen. Ach so. Das ist Aber ich ja. glaube, das viel Wichtigere ist, jetzt auf die wirtschaftlichen Auswirkungen einzugehen. Und ich würde sagen, wir müssen erstmal darüber sprechen, wie kommt man denn normalerweise in einem Fiat-Geldsystem an einen Kredit und wie würde das denn bei Bitcoin dann funktionieren? Ich glaube, das ist das Wichtigere. Ja, in einem Fiat-Geldsystem kommt man in einem Kredit, indem man ihn bei einer Bank anfragt. Und wenn man ein solventer Kreditnehmer ist, also die Wahrscheinlichkeit, dass man den Kredit zu den gegebenen Zinsen wieder zurückzahlt, relativ hoch ist, dann bekommt man von der Bank einen Kredit genehmigt und die Bank gibt diesen Kredit, indem sie zusätzliches Geld erschafft. Das ist also eine Bilanzverlängerung der Bank. In einem Bitcoin-System, da ginge das nicht so einfach. Da könnten Kredite ja nur aus Ersparnissen vergeben werden. Oder gibt es da noch eine Hintertür, die dieses System auch noch offen ließe. Ja, genau, so ohne Hintertür hast du natürlich vollkommen recht. Entweder legt man irgendwie die Menge des Geldes fest oder den Preis des Geldes. Ja, beim Bitcoin läuft es wohl auf die Menge hinaus. Das heißt, der Preis, also der Zins würde schwanken, ne, weil man es anders nicht ausgleichen kann. Und im aktuellen Geldsystem, ja, da legen Banken die Zinsen fest und können dann halt zu diesem Zins einfach das Geld schöpfen über die Bilanzverlängerung. Deswegen sind die Zinsen halt eben auch stabil, weil die Geldmenge schwanken darf. Wenn es keine Hintertür gibt im Bitcoin-System, ja, dann schwanken die Zinsen, machen wilde Dinge, negative Zinsen, extrem positive Zinsen. Kein Mensch weiß, was abgeht und damit kann natürlich auch kein Unternehmen planen. Und die Hintertür wäre einfach, okay, die Banken sagen sich, okay, wir bauen jetzt wieder ein Fiat-Geldsystem, wir schreiben jetzt hier auf die Zettel drauf. Bei Bedarf kannst du dir einen Bitcoin für diesen Zettel holen. Wir bauen wieder das gleiche System und dann können wir die Zinsen auch wieder stabilisieren. Aus meiner Sicht würde es irgendwann darauf hinauslaufen, wenn irgendein Staat auf die Idee kommen würde, nur Bitcoin als Zahlungsmittel zuzulassen, weil, wie gesagt, anders würden wir wilde Schwankungen sehen, die Wirtschaft würde zusammenbrechen und die Banken würden sicherlich so reagieren. Zu diesem Problem der extrem schwankenden Zinsen käme ja auch noch das Problem eines die ganze Zeit schwankenden Wechselkurses. Ich meine, was bestimmt denn, wie viel ein Bitcoin wert sein soll?
Genau, also der Wert innerhalb des Landes würde wahrscheinlich extrem schwanken. Wir sehen ja einfach beim Bitcoin diese extremen Wertschwankungen und nach außen hin wahrscheinlich genauso, weil nichts schwankt so stark wie der Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs schwankt 7-mal stärker als der Aktienkurs. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Aktien sind ja schon extrem volatil im Vergleich zu Geld. Ja, und Bitcoin schwankt nochmal 7-mal mehr. Also es ist einfach komplett wild, was da abgeht, sowohl innerhalb des Landes wahrscheinlich, als auch nach außen natürlich der Wechselkurs. Wir haben ja auch gesehen, dass der Versuch eines Landes, nämlich El Salvador, Bitcoin zur Währung zu machen, den Kurs nicht sonderlich stabilisiert hat. Der Bitcoin-Kurs schwankt trotzdem noch immer noch extrem stark. Das heißt, selbst wenn einzelne Länder Bitcoin zu ihrer Währung machen würden, heißt das nicht, dass sich der Kurs unbedingt stabilisieren würde. Genau, und was wir daran ja auch lernen, ist, dass die Leute es nicht wirklich angenommen haben. Also die Nutzung ist extrem niedrig, weil es mega unpraktisch ist. Wenn der Kurs von dem einfachen Warenkorb, den man am Wochenmarkt kauft mit seinen paar Gurken und Broten, irgendwie am nächsten Tag 10% mehr kostet und am nächsten Tag dann wieder 10% weniger, dass das ungünstig ist, ich glaube, das ist recht intuitiv zu erkennen. Ja, also wir haben einen stark schwankenden Wechselkurs, wir haben stark schwankende Zinsen und ja, das macht Bitcoin als Währung für ein ganzes Land doch relativ ungeeignet, oder? Ja, das kann man, wie gesagt, das kann man quasi ausschließen. Das heißt, wenn wir es einführen, dann wird man irgendwie überlegen, wie man es umgehen kann. Ich habe gerade eben ein Beispiel genannt. Banken schreiben auf Zettel wieder, hier, bei Bedarf könnt ihr euch dagegen ein Bitcoin holen bei uns. Und deswegen wird es nicht funktionieren, es wird sich überhaupt gar nicht erst durchsetzen. Ja, wenn wir jetzt aber trotzdem einen liberalen Finan also so einen libertären Finanzminister hätten und der das unbedingt durchsetzen wollte, Deutschland tritt aus der Eurozone aus und wir führen Bitcoin als Währung ein. Und wir sagen jetzt, okay, diese Hintertür, dass Banken das an auf Zettel schreiben und sich dann trotzdem de facto ein Fiat-Geldsystem entwickelt, die gibt es, aber der Staat, der akzeptiert als Steuerzahlung nur echte Bitcoin. Das heißt, alle wollen eigentlich echte Bitcoin haben, alle wollen gar nicht die Zettel dieser Banken haben. Was würde dann passieren? Wäre Bitcoin dann tatsächlich ein deflationäres Geldsystem, wie die Bitcoiner sagen? Also glauben wir kurz mal die Annahmen, dass das so wäre, und denken darüber nach. Also wenn die Wirtschaft dann zusammenbrechen würde, wozu es zwangsläufig irgendwann kommt, dann muss unser libertärer Finanzminister irgendwann reagieren. Er muss irgendwie die Nachfrage stärken. Ne? Also auch wenn das Sparargument, nehmen wir einfach mal an, das Sparargument stimmt auch von den Bitcoinern, damit kann man so toll sparen. Die Leute erhöhen alle ihre Sparquote, der Konsum bricht zusammen. Unser libertärer Finanzminister muss reagieren. Ja. Vermögensteuer, ne? Vermögensteuer, damit er selber überhaupt Geld hat, weil jetzt stimmt ja dieses Argument, er muss ja selber das Geld von den Leuten, die Bitcoin halten, eintreiben. Er kann ja kein Geld schöpfen über Staatsanleihen. Also Vermögensteuer, damit er Geld ausgeben kann und die Wirtschaft stabilisieren kann, damit uns nicht alles um die Ohren fliegt. Und dann hätten wir eine ziemlich hohe Vermögensteuer vermutlich. Ja, also der Staatsanteil in der Wirtschaft würde vermutlich immer weiter steigen, da weder Unternehmen noch Privathaushalte irgendeinen Anreiz hätten zu investieren. Der Bitcoin, also wenn der Bitcoin tatsächlich eine deflationäre Währung wäre. Denn Deflation bedeutet ja nichts anderes als positive Realzinsen, wenn man einfach Geld hält. Also wenn man das Geld nicht weiterverleiht, sondern wenn man es einfach bei sich zu Hause bunkert. Das heißt, für jeden würde es sich lohnen, Bitcoin zu bunkern und sie nicht wieder in den Wirtschaftskreislauf hineinzugeben. Ja, und unsere Annahmen, die wir gerade getroffen haben, um da überhaupt drüber nachzudenken, funktionieren die eigentlich auch schon nicht. Weil nur weil Banken jetzt auf den Zettel schreiben, hier, du kannst dir einen Bitcoin holen, hätten wir quasi wieder das zweistufige Geldsystem. Wenn Steuerzahlung erfolgt, dann müssen die Banken das halt eben über ihren Bitcoin-Bestand regeln. Also hätten wir dann einfach wieder ein zweistufiges Geldsystem auf kurz oder lang, weil anders geht's halt nicht, dann anders haben die Banken nicht genügend Ersparnisse, um die zu verleihen. Und dann kommt es halt irgendwann auf die. Genau so entstand auch die Idee. Die erste Bank gab es in den Niederlanden, bei der Börse. Sie hatten nicht genügend Ersparnisse, um den Wunsch nach Krediten zu erfüllen. Haben sie sich gesagt, okay, wie gesagt, dann schreiben wir es halt auf den Zettel drauf. Wir haben ja einiges an Geld bei uns liegen. Die Leute glauben uns das. Und genau das würde wieder passieren. Ja, wahrscheinlich würde sich wieder ein Interbankenmarkt bilden und um diesen Interbankenmarkt besser steuern zu können, würde sich dann wahrscheinlich auch eine Zentralbank bilden. Ich meine, das ist ja die Aufgabe von Zentralbanken, dass sie die Zinsen am Interbankenmarkt immer stabil halten. Ja, genau. Und vielleicht wäre es eine öffentliche Zentralbank, vielleicht würde die EZB versuchen, ihre Position damit irgendwie herzustellen. Die haben ja einiges an Gold, vielleicht kriegen sie dafür genug Bitcoins, um da eine entscheidende Rolle zu spielen. Oder es wird sich eine private Zentralbank bilden, was wahrscheinlich auch nicht so gut wäre. Ja,
Also das System würde sich sehr zu unserem aktuellen System bilden, hätte vielleicht noch einige entscheidende Nachteile zum aktuellen System. Ja, das ist keine sonderlich gute Idee, glaube ich, können wir hier festhalten. Ja, die Institutionen, die wir in unserem Geldsystem haben, wie Zentralbanken, die haben sich ja nicht ohne Grund gebildet. Also, wenn man sich die Federal Reserve in den USA anguckt, dann wurde die in Reaktion auf zahlreiche Finanzkrisen, wo man nicht adäquat reagieren konnte, gegründet. Und in den USA ist ja auch ein gutes Beispiel aktuell, Biden, der stützt ja sehr geschickt die Nachfrage. Er schafft es ja im Gegensatz zu Europa, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Und unter einem Bitcoin-System hätte er vermutlich nicht die Möglichkeiten gehabt, diesen entscheidenden Spielraum hat eben, wie gesagt, ohne eine Vermögensteuer durchzusetzen. Und in den USA ist eine Vermögensteuer halt nicht so einfach politisch durchzusetzen. Deswegen, ja, die Möglichkeiten im aktuellen System sind auf jeden Fall deutlich freier, auch ohne Vermögensteuer, die immer politisch schwierig ist. Und deswegen. Eine Option haben wir gerade noch vergessen. Es gäbe nämlich die Möglichkeit, wie gesagt, Haushalte und Unternehmen, die werden auf jeden Fall sparen. Das tun sie im aktuellen System sowieso schon. Wenn man dauerhaft zwangsweise positive Realzinsen hat, würden sie das noch extremer machen. Es gäbe noch eine Option, einen anderen Nettoschuldner heranzuziehen, nämlich das Ausland. In so einem Bitcoin-System, wenn man das jetzt international einführte und ganz viele Länder auf Bitcoin setzen würden, gäbe es dann tatsächlich einen Anreiz, eine deflationäre Politik zu machen. Sprich, die Löhne im eigenen Land langsamer als die Produktivität steigen zu lassen, der Exportindustrie damit Wettbewerbsvorteile zu verschaffen und so, ja, Leistungsbilanzüberschüsse gegenüber dem Ausland zu erzielen. Aber alle Länder, die dieses Bitcoin-System dann hätten, hätten natürlich einen Anreiz, genau das zu machen. Also das ist ja das, was wir in der Eurozone gesehen haben. Wenn man so ein System erstmal einrichtet, dann haben alle Länder tatsächlich einen Anreiz, deflationäre Politik zu machen. Das heißt, Bitcoin könnte tatsächlich deflationär wirken, weil man es, wir sind jetzt, also wir spinnen jetzt komplett, wir führen das in ganz vielen Ländern auf dieser Welt ein. Dann könnte das tatsächlich deflationär wirken, nicht weil diese Währung unbedingt deflationär sein muss. Denn wenn die Löhne in einem Bitcoin-System steigen, dann gibt es auch in einem Bitcoin-System Inflation. Logisch, oder? Das heißt, in einem Bitcoin-System würde sich deflationäre Politik allein schon deswegen lohnen, weil man sich dadurch Wettbewerbsvorteile ergaunern könnte. Genauso wie das in einer Währungsunion übrigens auch der Fall ist. Das heißt, Deflation wäre in einem solchen System, wie gesagt, ist relativ irreell, dass so etwas jemals passieren könnte, aber wäre in so einem System eben auch eine Folge einer falschen Wirtschaftspolitik, beziehungsweise einer Wirtschaftspolitik, die in so einem System dann sogar richtig wäre. Ich meine, also wenn die Privathaushalte sparen, wenn die Unternehmen sparen, dann hat man entweder die Möglichkeit, sich mit denen anzulegen, diese Sparquoten nach unten zu treiben durch eine hohe Besteuerung eben dieser, oder man nimmt Schulden auf und treibt damit die inländischen Zinssätze nach oben, oder man macht halt Leistungsbilanzüberschüsse. Andere Alternativen gibt es in einem solchen System nicht mehr. Beziehungsweise, oder man akzeptiert als Staat dann auch die Zettel der Banken, die sich automatisch herausbilden und hat dann wieder ein Fiat-Geldsystem. Also wir sehen hier, so ein Bitcoin-System wäre kein vernünftiger Ausweg aus unserem aktuellen Geldsystem. So sympathisch auch diese Grundidee, sich erstmal unabhängig auch von staatlichen Strukturen zu machen, auch sein mag. Bitcoin ist keine Alternative zu unserem aktuellen Geldsystem. Ja, und vielleicht ziehen wir noch eine Theorie hier ran, die Theorie von Minsky, der ja sich die ganze Wirtschaft in Cashflows vorstellt. Das heißt, man kann sich vorstellen, man trifft eine Investition, gibt dafür, sagen wir mal, 50 Euro. Und dann trifft man diese Investition nur, wenn man erwartet, dass man langfristig mehr Geld zurückbekommt, vergleicht das Ganze noch mit dem, quasi mit der Situation, diese 50 Euro einfach aufs Sparbuch zu legen. Also auch die Opportunität der Investition muss besser sein. Und er sagt sozusagen, damit das langfristig funktioniert und nicht zusammenbricht, muss das Kreditvolumen ständig steigen, weil was ich jetzt einfach mal behaupte, du kannst ja gerne gleich nochmal darauf eingehen, ewig steigen kann die Geldumlaufgeschwindigkeit halt eben nicht. Und damit wir quasi langfristig rentable Investitionen haben, muss halt das Kreditvolumen steigen. Und das ist halt beim Bitcoin viel zu langsam der Fall, beziehungsweise gar nicht der Fall. Und deswegen würde es wahrscheinlich zu einer Rezession kommen. Der Staat müsste mit seiner Vermögensteuer ewig dagegen halten, irgendwie die Nachfrage zu stabilisieren. Es wäre also ein extrem komisches System, was halt wie gesagt nicht funktionieren würde. Und deswegen gäbe es halt irgendwann diese Rettungsversuche der Banken, das ganze System wieder umzubauen. Entweder das oder wir erleben eine immer größere staatliche Steuerung und würden damit langfristig tatsächlich ja einen Weg zu einer zumindest teilweise Planwirtschaft übernehmen. Denn wenn man alle wirtschaftlichen Prozesse planwirtschaftlich steuern kann, dann kann man sowas wie Rezession auch relativ effektiv verhindern.
Also, aber das wäre ja, glaube ich, nichts, was die Bitcoiner gerne wollten. Also, wir sehen, so ein System ist eine wirklich seltsame Utopie, die in der Realität nicht zu verwirklichen wäre. Das scheitert schon an der ökonomischen Theorie. Ja, ich finde, das ist ein guter Abschluss. Damit können wir den Bitcoiner nochmal sagen. Also wenn ihr die Kommandowirtschaft wollt, dann verfolgt eurer Bitcoin weiter. Ansonsten nehmt vielleicht mal Abstand davon, ne?